Ja, der fällt jedenfalls nicht trocken im Sommer. Und wir haben ja irgendwie noch Sommer. Wir haben die Bäume nur so früh angefangen, ihre Blätter abzuschmeißen. Das sieht aus wie im tiefsten Herbst hier, aber... Richtig schön warm heute, schöner Tag. Und der Bach führt so viel Wasser. Aber dafür, dass da meine Kürteldecke war, ist da ganz schön, breite Sohlenschalen. Das war tief. Oh, der ist wirklich ziemlich tief. Oh. Oh. Wenn man sich da reinlegt, kann man untertauchen. Ups. Natürlich nicht empfehlenswert. Aber es ist natürlich ein Kläranlagenablauf, ne? So. Aber mir ist halt lieber so. Als ausgetrocknet. Deswegen gibt es ja hier im Lippe-Verbandsgebiet noch einige Bäche, die da ist garantiert, dass sie niemals trocken fallen. Unmöglich. Wegen der Kläranlage. Da wird immer gereinigtes Abwasser herfließen. Sowas fehlt ja an den Bächen im Emscher-Gebiet. Da hast du nur die dicken Kläranlagen. Für die Emscher selbst, aber kein einziger Bach bekommt aus irgendeiner Kläranlage Wasser zugeführt. Deswegen haben die alle das Problem des Trockenfallens. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die so ergiebige Quellen haben.
Aber auch die werden es schwer haben. Aha, guck mal da, da ist ein Nebengewässer, das da einmündet. Oder, ja, bietet es sich natürlich an, hier runter zu gehen. Erstmal. Wow. Ja. Natürlich keine Chance rüberzukommen. Müsste der Gecksbach sein. Gecksbach-Unterlauf. Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes verboten. Hatten wir vorhin schon diese ganzen Schilder. Was für ein Betriebsgelände. Oh, guck mal, Sohlschalen sind raus. Alles klar. Falls noch irgendeiner Fragen hat. Hier bitte. Okay, also fangen die Sohlschalen fangen erst an. Ab da vorne, ab dieser Bacheinbindung. Guck mal hier, richtig schön das Ding hier. Kleiner Fluss. Kleiner Fluss schon im Grün.
Ja, kurze Pause. Ist vielleicht jetzt nicht so interessant für alle. Ah, da geht ja noch ewig so weiter. Puh. Mehr so ein Stillgewässer. Aber ich kann euch versichern, es fließt. Ach, ist auch nicht schön hier. Oh, what's that? Was hat der da für einen Kasten? Bienen? Ja, und so weiter und so weiter. Ich gehe mal ein bisschen.